Hi Frank Tausch hier, Filmkritik TV, mit der Trailer-Vorschau zu Johnny English 2, in dem der britische Militärgeheimdienst von einem geplanten Attentat auf den chinesischen Premierminister erfährt. Da gibt es natürlich nur einen Mann, der weder Angst noch Gefahren kennt und der Richtige ist, um die Killer zu stoppen. Und das ist Mr. Bean, Rowan Atkinson, beziehungsweise Johnny English. Fünf lange Winter, du hast dich vor der Welt versteckt. Einst, du warst großer Krieger. Ich mache wieder Krieger aus dir. Wie? Du musst hart trainieren. Hart machen, was weich ist. Geist muss Herr über Körper sein. Meister, was ist meine Bestimmung? MI7 will, dass du mit nächster Maschine nach London fliegst. Dann du wirst wiedergeboren. Englisch. Keine Sorge. Sie können sich auf mich verlassen. Schläger, Sir. Ich verstehe vielleicht nicht viel von Golftacker, aber ich weiß, wie man einen Schläger hält. Diese Gespräche sind von überragender Bedeutung. Schurkenstaaten in Südostasien haben begonnen, heimlich Atomwaffen zu entwickeln. Unser wichtigstes Ziel ist es, China für uns zu gewinnen. Englisch? Geben Sie mir 24 Stunden. Johnny English, jetzt erst recht. Also ich muss sagen, dass ich den ersten Johnny English 2003 mal absolut zum Brüllen fand. Hast du ihn seinerzeit auch gesehen? Und wenn ja, wie gefiel er dir? Und meinst du, dass Atkinson auch etwas ergraut immer noch das Zeug dazu hat, einen Kassenschlager in die Kinos zu bringen? Lass mich das doch bitte wissen. Johnny English 2 rettet ab 6. Oktober die Welt in Deutschland. Bis dahin wie immer viel Spaß im Kino.